Herzlich willkommen zu unserem heutigen Impuls. Mein Name ist Ulrich Lehmann, ich arbeite hier in unserer Freiengemeinschaft als ständiger Diakon. Vor einiger Zeit bekam ich ein Buch geschenkt mit dem Titel Älter werden ist nicht schwer, erwachsen sein dagegen sehr. Das fand ich klasse. Und das stimmt ja auch. Biologisch älter werden wir automatisch, da brauchen wir nichts dran zu tun. Aber automatisch reifer und erwachsener? Naja, vielleicht fragen Sie, was kennzeichnet einen erwachsenen Mensch? Ich möchte Ihnen dazu ein paar Hinweise geben. Zunächst, ein erwachsener Mensch sieht die Welt und das Leben realistisch. Also, er hat keine schwarze Brille auf, er hat keine rosa-rote Brille auf, sondern er sieht das Leben so, wie es halt ist. Er sieht das Helle und Freundliche, ohne die Dunkelheit zu übersehen. Ein zweiter Punkt, ein Erwachsener lebt selbstverantwortlich. Ich treffe immer wieder Menschen, die sich als Opfer fühlen, als Opfer ihrer Geschichte, als Opfer der derzeitigen Situation. Dabei hat sicher Viktor Frankl, der große Seelenarzt, recht, wenn er sagt, der Mensch ist der Baumeister seiner Biografie, indem er aus den Steinen, die ihm das Leben zuspielt, etwas Schönes baut. Das gilt, der Satz der Moraltheologie, was du kannst, das sollst du tun. Genau das, nicht mehr und nicht weniger. Nächster Punkt, ein erwachsener Mensch kann auch verzeihen, ganz im Sinne Jesu, der auch Leuten immer wieder eine Chance gegeben hat. Ehrlich gesagt, nachtragende Menschen finde ich schrecklich. Ein Erwachsener handelt proaktiv und nicht reaktiv. Oft reagieren Menschen ja. Der Erwachsene tut den ersten Schritt. Er wartet nicht, bis der andere etwas sagt oder tut, sondern er macht den Anfang. Und ein letzter Punkt. Der Erwachsene hat Humor. Humor aus dem Lateinischen humus, die Erde. Erwachsene sind geerdet und beten vielleicht im Sinne von Thomas Morus, Herr, schenke mir Sinn für Humor und gib mir die Gnade, einen Scherz zu verstehen, damit ich ein wenig Glück im Leben kenne und es auch anderen mitteilen kann. In dem Zusammenhang zum Abschluss eine kleine Geschichte aus der Schule, Mathematikunterricht. Die Lehrerin gibt die Klassenarbeiten wieder. Thema war Prozentrechnung und sie sagt, liebe Leute, 60% haben in der Klausur eine 5. Meldet sich Klaus in der ersten Reihe und sagt, Sie werden sich wundern, liebe Lehrerin, aber so viel sind wir gar nicht. In diesem Sinne weiterhin gutes Gelingen beim Erwachsenwerden.